Man muss natürlich gucken, ob der Welt aus dem Ausblock kommen. Russen, die geben dir Geld und sagen, ich bringe auch noch 3 Spiele mit, ich wasche noch ein bisschen Geld hier. Ja. Also da muss man schon mal ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Die kann ich nicht vergleichen. Du musst ja auch überlegen, wenn jetzt die Situation kommt, müssen ja auch die Vereine mit 49%, diese Traditionsclubs, die noch auch gut laufen, die haben ja bisher die 49% noch nicht weg. Warum diskutieren die ständig über die 51%? Und es gibt ein gutes wirtschaftliches Prinzip. Das heißt, verkauf deine Ware oder deine Anteile nicht so billig, nicht als Billigmacher. So, und wenn ich jetzt gucke, wer hat denn von denen, die 49 frei haben? Wer hat sie dann optimal eingesetzt an gute Investoren? Wonach beurteilt man, wer investieren darf und wer nicht? Ein Russe darf nicht und Ismaik, oh, der wird aber auch ein bisschen schräg angeguckt. Gut, ja. Aber so ein guter Local Player wie Martin Kind, der darf das. Und da ist vielleicht diese, da ist die Regelung, glaube ich, auch nicht falsch. Deswegen, ich bin kein absoluter Gegner von Investoren, im Gegenteil. Aber ich glaube, da ist diese Jahresregelung im Prinzip schon ganz gut, dass man sagen kann, okay, wer sich nachweislich lange für einen Verein engagiert hat, der soll auch investieren dürfen und auch die Mehrheit. Darf ich dir noch was dazu sagen? Ich muss noch einen Satz dazu sagen. Gerne. Der Martin, ich gehe mal von Martin Kind weg, weil das ja völlig rechtlich ist, weil der Martin Kind 20 Jahre dafür den Verein gearbeitet hat, seine Kindhörgeräte noch hat und damit sie voll da reinsetzt. So, jetzt musst du Folgendes vorstellen. Jetzt bleiben wir wieder bei Hopp. Hopp hat damals gesagt, ich werde ab dem Zeitpunkt X keine Mark mehr in die Profimannschaft. Nachwuchs was anderes. Die haben im letzten Jahr 110 Millionen eingenommen. 38 bis 40 Millionen ist der Kader. Die haben also nicht nur 8 Spieler da rausgeholt, die haben nicht nur den Manager und den Trainer aus dem... Die finanzieren sich auch selber. Der braucht gar nicht mehr zu zahlen. Der Verein steht, der hat mehr Zuschauer wie Valve. Ich war früher ein großer Fan der Waldhofbude und der jungen Spieler. Die haben einmal so hoch 27, 28. Ja, das ist bombig. Was wollen wir dann da rummeckern? Das ist ein Mann, was will ich eine bessere Investor kriegen, der so aber, viel Herzblut für diese Region, für den Verein hat. Da musst du doch bescheuert sein, wenn du den suchen. Viel wichtiger wäre es doch aber, sie zu verpflichten, dass sie hinten raus lange dabei bleiben müssen, um eben nicht sowas zu haben, wie jemanden, ich glaube sogar bei 60 München war es so, der dann reinkommt, viel Geld mitbringt und aber sagt, ja, wenn es nicht läuft, dann hau ich wieder ab, so ungefähr. Das ist halt das Problem, weil du baust so einen Club auf oder machst eine Blase auf und wenn dann dieser Stecker gezogen wird, dann bricht dieser Verein eben wieder komplett zusammen. Unter Umständen. Ich bin dafür, dass Investoren kommen, sonst glaube ich, dass wir international auf Dauer auch nicht mithalten können. Aber auch gleichzeitig die Tradition bleibt. Wieso sollte es nicht möglich sein? Wieso sollte es nicht möglich sein, einen Investor reinzuholen? Ich meine, es ist sowieso ehrenwert, was Kind und Hopp machen, vor allem Hopp machen, ist sehr, sehr ehrenwert. Da müssen wir froh sein, dass die das auch machen, ja, mit sehr viel Herzblut. Aber es kann auch ein ausländischer Investor sein, der, gebe ich ihm recht, der natürlich Langfristiges machen soll. Wieso soll man nicht hinbekommen, dass man eben von auswärts jemand reinholt, der Kapital gibt, und die Tradition trotzdem behält. Weil es darum geht, wer das Sagen hat.